This is how we do it. Yeah. Dit is een dag. Tonight. Hallo zusammen, mein Name ist Daniel Sieger und ich zeige euch die 5 wichtigsten Tricks, dass ihr einen richtig krassen Weilchen machen könnt. Trick Nummer 1 ist Sattel nicht ganz zu oberschlagen, Sattel immer ein bisschen runter. Ein bisschen, etwa 3 Finger breit. Einfach, dass ihr den Schwerpunkt ein bisschen tiefer habt. Dann zweitens, aufziehen, Liegestuhl sitzen. Tipp Nummer 3, Arm immer gestreckt lassen. Immer gestreckt lassen, nie so. So funktioniert es nicht. Schaut, der Beweis ist da, funktioniert nicht. Tipp Nummer 4, gerade ausschauen. Immer dort anschauen, wo ihr ranfahrt. Punkt fokussieren, am Horizont oder weiter vorne, nie das Vorderrad anschauen. Wie wenn ihr das macht, geht das Vorderrad automatisch wieder oben runter. Nummer 5. Wenn ihr mal hier oben seid und euch wohlfühlt, könnt ihr immer mit den Beinen oder mit den Hüften ein bisschen ausbalancieren, dass ihr nicht rechts oder nicht links, also rechts und nicht links kippt. Und dann klappt das. Und dann nachher ist das eine richtig coole Sache. Also, wichtig ist, Sitz runterlassen, aufziehen, Liegestuhlposition, Arm gerade, immer Blick nach vorne und dann nur mit der Hüfte oder mit den Knie ausbalancieren. Und dann sieht das Ganze dann etwa so aus. Gar nicht schwer. Gar nicht schwer. Sattel runter, aufziehen, hintere Linke, Führer schauen. Führer schauen, auskorrigieren. Nicht auf die Kamera schauen, nein, Daniel. Führer schauen. Schaut hier mit den Beinen, immer ein bisschen ausbalancieren. Und wenn ihr es richtig geil im Griff habt, wenn ihr es richtig könnt, könnt ihr es mal probieren mit einer Hand. One-handed wheelie. Let's go. Könnt ihr noch versuchen, in der Mitte den Arm zu wechseln. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Versuch es mal. Einarm. Nicht einfach als das. Aber auch das braucht immer ein bisschen Übung. Immer trainieren. Hast du das Gefühl, du kannst aufs Velo hocken und gerade einen Manual machen und einen Wheelie? Vergiss es, funktioniert nicht. Trainieren. Jedes Mal, wenn du auf dem Velo hockst, probieren. Also nochmal. Tipp Nummer 1, Sattel runter. Tipp Nummer 2, aufziehen, Liegestuhlposition. Tipp Nummer 3, Arm gestreckt halten. Immer gestreckt halten, nie angewinkelt, Arm immer gestreckt bleiben. Tipp Nummer 4, Führer schauen, gerade Führer schauen, nie am Boden schauen, gerade schön Führer schauen, dort wo ihr hinfahren wollt. Tipp Nummer 5, ausbalancieren mit den Hüften oder mit den Knien. Das war nochmal. Daniel sagt es dir, erklärt es dir und macht es dir vor. Also, bis zum nächsten Mal. Peace. Ah, leck mich am Arsch. Ja.